Rito Baumgartner hat an der ETH Umwelt- und Naturwissenschaften studiert und 1998 mit einem guten Freund, mit dem Mike Müller, E-Commerce-Agentur MySign gegründet. MySign ist heute eine der führenden E-Commerce-Agenturen. Und was ganz speziell und spannend an MySign ist, es hat noch das ein oder andere Spin-off, das ebenfalls sehr erfolgreich auf dem Markt unterwegs ist. Wie dass das gelaufen ist mit MySign, wie dass man auch erfolgreich Spin-offs aus einer Unternehmung raus kann machen, das schauen wir in der nächsten halben Stunde an. Rito, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst für unser Gespräch. Umwelt, Naturwissenschaften, E-Commerce, irgendwie ist doch ein bisschen ein Gap. Wie wird man als Umwelt-, Naturwissenschaftler Serialpreneur im E-Commerce-Bereich? Salut Sascha, merci für die Einladung. Die Frage ist mir natürlich schon ganz manchmal gestellt worden und diverse Leute haben auch ein bisschen gestaunt, als ich nach meinem ETH-Studium, nach einem erfolgreichen Abschluss, dann irgendwann gekommen bin und gesagt habe, ich gründe jetzt eine Agentur. Es gibt natürlich noch ein spannendes Zwischenteil. Oder? Während und kurz nach dem Studium habe ich so verschiedene Praktika gemacht in diesem Bereich Umweltwissenschaften. Und verschiedenste Sachen. Ich war unter anderem fast ein Jahr zu Paris gesehen und habe dort bei der EDF, das ist die staatliche Stromgesellschaft, Electricité de France, gearbeitet. Und einfach gemerkt, in allen diesen verschiedenen Tätigkeiten, dass das wissenschaftliche Arbeiten, die wissenschaftliche Arbeit zwar spannend ist, aber sie ist sehr troch, sie ist sehr analytisch, du musst extrem in die Tiefe und es hat, ja, Kreativität ist wirklich, nicht wirklich gefragt in der wissenschaftlichen Arbeit. Und das hat dazu geführt, dass ich mich anfangen umschauen, weiterbilden und während dieser Zeit in Paris habe ich verschiedene Weiterbildungen gemacht, digitale Fotografie, das Thema Webdesign ist da gerade aufgekommen. Und der Zufall hat es wollen, dass mein Freund, der die Firma mit ihm gegründet hat, Mike Müller, in dieser Zeit mir ein Mail auf Paris geschrieben hat. Er macht sich selbstständig, ich möchte in diesem Webbereich etwas starten, ob ich nicht Lust habe. Und dann habe ich relativ spontan zugesagt. Und dann ist er auf Paris gekommen und dann haben wir am Wochenende das Faden geschlagen. Und nachher, das war der Grund, dass ich wieder heim in die Schweiz, weg von Paris. Vorher hatte ich die Absicht, dort zu bleiben. Und dann haben wir zusammen die Firma gegründet und angefangen mit 6, 27. Okay. Hat es einen Businessplan gegeben? Nein, es hat in dem Sinne keinen Businessplan gegeben. Wir haben gesagt, wir geben uns 1,5 Jahre lang Zeit, ob wir da etwas aufbauen können. Das ist vielleicht, man muss sich vorstellen, so 98, 97, 98, 99, das war Pionierzeit vom Internet. Oder du hast wirklich, hast den Leuten nur erklären, was ist eine www-Adresse, was ist eine E-Mail-Adresse. Und wir haben gesagt, wir geben uns 1,5 Jahre Zeit, entweder können wir Fuß fassen und es entsteht etwas daraus, oder sonst kommen wir beide wieder in unseren angestammten Bereich zurück, dann haben wir noch nichts verloren. Also, nach einem Jahr haben wir den ersten Mitarbeiter. Ja. Nein, sag mal. Nach einem Jahr haben wir den ersten Mitarbeiter können anstellen, nachher den zweiten, den dritten und so ist das entstanden. Also mit der tiefen inneren Überzeugung im richtigen Moment, am richtigen Ort sein, mit der Leidenschaft, mit dem Engagement. Bist denn du sogenannt All-In gegangen, also gerade zu 100% für MySign tätig sein, oder hast du zweigleisig als Cypreneur gestartet? Wie haben wir das aufgebaut? Nein, wir sind beide gerade All-In gegangen. Mit 27 bist du natürlich noch in einer Situation, wo hoffentlich noch nicht gerade so viel Auslagen hast. Also wir haben relativ günstig gelebt. Wir haben Startkapital noch von unseren Eltern bekommen, um so ein bisschen die ersten Computer kaufen und die ersten paar Monatsmiete zu zahlen in einem Büro. Also wir haben auf Anfang an das Büro gehabt. Haben aber gesagt, wir gehen gerade beide voll rein. Ich hätte mir auch nicht vorstellen können, das nebenbei zu machen, irgendein Angestelltenverhältnis zu nehmen, dem nachher zu gehen, nebenbei das zu starten. Ich glaube nicht, dass das funktioniert hat bei uns. Mhm. Also die Energie, die ist zu 200% in die Meise geflossen und natürlich auch der Druck, oder? Dass irgendwo etwas rausschaut. Ich weiss noch, wir haben die ersten paar Monate, ich glaube, 2000 Franken pro Monat ausgezahlt. Und dann vielleicht nach einem Jahr das erste Mal gesehen, aha, okay, jetzt mag es leiden, wir können ein bisschen mehr auszahlen. Also, es ist wirklich es ist kein Plan B gegeben. Wir einfach voll müssen, mit voller Überzeugung das vorwärts treiben. Mhm. Was ist denn der erste
Moment gewesen, kommt oder wie auch immer, wo du sagst, wo du gewusst hast, mal jetzt, das funktioniert. Das wird nicht einfach irgendwie jetzt totlaufen oder auseinandergehen. Was ist der Moment gewesen, der Magic Moment vom Wissen, wir werden wachsen? Es hat einen Moment gegeben, so einen Magic Moment, im 99 waren Bundesratswahlen und das war gerade eine lustige Konstellation, sie sind zwei Bundesräte miteinander zurückgetreten und dann ist auch so ein bisschen unter den Parteien ein Kampf entstanden und die Zauberformel ist in Frage gestellt worden, der Blocher ist das erste Mal aufs Tapet gekommen, um das zu sprengen und so weiter und so fort. Und dort haben wir einfach aus einer blöden Idee raus, über Nacht haben wir eine Webseite gemacht, wo hast du online den Bundesrat wählen können. Einfach aus einer blöden Idee raus. Und dann ist das, wie gesagt, es war 99, Anfangsseite vom Internet. Das hat sich unglaublich verbreitet. Am nächsten Tag ist es im Blick gestanden und in diversen anderen Zeitungen. Und das ist so ein Moment gewesen, wo wir eben nach einem Jahr, wo es es gegeben hat, nationale Bekanntheit erreicht haben, das erste Mal aus so einer Bieridee raus. Und dann ist das ein paar Tage gelaufen und am Schluss ist sogar, also es hat ein paar tausend Stimmen gegeben und es ist effektiv die zwei Bundesräte, die nachher tatsächlich gewählt wurden, sind auch in dem Volksvoting zu oberst gewesen. Ich glaube, Metzler ist dann sogar gewählt worden, bin ich mir ganz sicher. Und das ist so haben wir gesehen, okay, wenn man eine coole Idee hat, etwas Kreatives, dann kann man das relativ schnell online auf die Beine stellen und man kann eine riesige Reichweite erzielen, lang vor Social Media, das hat es dann noch nie gegeben und alle die Plattformen. Und trotzdem hat sich das extrem verbreitet und das war so ein Moment für uns, wo wir noch viel davon geredet haben und wo man eben auch meist in der ganzen Schweiz mal gehört hat als Agentur. Und in der Zwischenzeit ist ja noch der Urs Koller dann irgendwann dazugestossen, als dritter Partner, gell? Das war ein paar Jahre später, 2006. Das ist ebenfalls ein Schulkollege, also der Mike und ich sind zusammen 8 Jahre in Kanti, haben quasi die Schulbank zusammengedrückt. Der Urs ist in die gleiche Kanti, aber er ist nicht in der gleichen Klasse gewesen. Er hat selber auch eine Firma gehabt und wir haben sehr viel davon zusammenarbeiten. Wir waren so eng unterwegs zusammen, dass wir fast bei jedem Kunden gemeinsam auftreten sind. Und irgendwann haben wir gesagt, du weißt was, also wenn wir so unterwegs sind, macht es eigentlich auch Sinn, dass wir komplett zusammengehen. Mhm. Hat seine Agentur, die mehr im Kommunikationsbereich war, integriert in den Meissen 2006. Und von dem Moment an sind wir zu dritten unterwegs gewesen, ja. Genau, und heute in Olten 40 Leute, ganz coole Räume, ich war auch schon drin, also wer mal dort ist, also vorher anrufen bitte, aber gehen Sie vorbeischauen, also mit einem Auftrag in der Hand natürlich. Am liebsten, genau. Jetzt sind 40 Leute arbeiten für mich sein, wenn ich das richtig verstanden habe, wo wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Für was steht mich sein heute im 2021? Was komme ich als potenzieller Kunde von mich sein über? Wir haben im Verlauf von diesen Jahren eigentlich spezialisiert auf das Thema E-Commerce. Wir sind in der Schweiz eine der führenden E-Commerce-Agenturen. Das heisst, wenn du eigentlich deine Produkte, deine Dienstleistungen über einen Online-Kanal verkaufen und deine ganzen Prozesse hinten dran digitalisieren, also digital abbilden, Stichwort auch Schnittstellen an deine Daten, an deine ERPs, an CRM, dann bist du bei uns eigentlich an der richtigen Adresse. Also nicht einfach ein 0815-Shop, wo irgendwie 3 Artikel drin sind, sondern wenn du wirklich eine gewisse Komplexität hast von deinem Umsystem, von deinen Prozessen und eigentlich jetzt willst du die digital abbilden und den Internetkanal zu einem starken Business-Kanal machen, dann sind wir die Richtigen. Weil wir sind meistens ist eine Full-Service-Agentur, die einerseits alle die technischen Anforderungen kann lösen kann, was es gibt. Eben Schnittstellen, Datensynchronisierung, aber auch Fragestellungen wie wie macht man einen Shop nachher bekannt, wie hat man ein gutes Google-Ranking, wie findet man Zielgruppen online, ist Social Media, sind es andere Plattformen. Also wäre eigentlich so ein bisschen ein
Gesamtberatung will und nachher auch dann die professionelle Umsetzung. Das sind technisch sehr anspruchsvolle Projekte, da ist eigentlich bei uns an der richtigen Adresse. Was bedienen denn für Kunden? Was sind das für die Typen, Kundentypen, die zu euch kommen? Das ist eigentlich sehr breit. Es ist B2B und B2C, also Unternehmen, die im B2B-Bereich tätig sind. Da ist zum Beispiel die Firma Nussbaum. Die ist ein Hersteller von Armaturen und Installationssystem. Das ist ein langjähriger Kunde von uns, der eigentlich seine Produkte, was sie vertreiben, online anbietet. Und auf der B2C-Seite ist zum Beispiel Faust, also die Firma Faust, die zu der Coop-Gruppe gehört, ist ein langjähriger Kunde. Alles, was Faust online macht, der Online-Shop-App, Tablet-Lösung für Beratung in den Filialen, kommt von uns. Mhm. Aber zum Beispiel auch ein Borolac, ein Hotel, die Hotel-Webseite, oder Borolac hat auch noch eine Weinhandlung, Borolac Vin. Dort haben wir jetzt gerade noch zum Shop eine Kassenlösung gebaut, dass sie in ihren Filialen eigentlich auch eine Kassenlösung einsetzen, die webbasiert ist, die direkt mit dem Shop verknüpft ist und mit dem SAP. Also solche Fragestellungen sind ganz typisch für uns, wo wir dann individuelle Lösungen können für einen Kunden und mit dem Kunden bauen. Also keine explizite Fokussierung auf eine bestimmte Branche oder auf eine bestimmte Unternehmensform. B2B, B2C, wer dort ein Bedürfnis hat, kann zum einen sein und wird dort eben all in, sage ich jetzt, full size in dem Sinn. Ja, genau. Ihr seid ja jetzt das Dritte. Und seit 2006 das Dritte, seit dem 98. das Zweite, das Dritte, drei Freunde. Man hört ja viel so, ja, eben so drei Jungs, die sich zusammentun und so. Unsere Agentur ist ja damals auch so entstanden und gibt es ja Gott sei Dank heute auch noch. Was glaubst du, ist auch bei euch der Grund, dass es funktioniert hat und dass ihr auch heute noch erfolgreich gemeinsam das Dritte unterwegs seid? Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Aspekte. Ich meine, das ist auch eine Frage, die mir natürlich viel gefragt werden. Ja, das Dritte, funktioniert das? Ich glaube, etwas, was uns auszeichnet, ist, dass wir eigentlich ganz viele Kompetenzen und ganz unterschiedliche Kompetenzen und unterschiedliche Stärken auch einbringen. Das ist mal ein wesentlicher Faktor, oder? Ich glaube, wenn wir alle drei die gleichen Stärken hätten, dann würde es wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Weil dann A, fehlt dir ja etwas anderes und B, wenn du die gleiche Stärke hast, musst du dich dort auch wahrscheinlich mehr dran reiben und diskutieren. Aber das ist sicher ein Faktor. Ein anderer Faktor ist, dass die Dreierkonstellation hat einen grossen Vorteil, dass sie eigentlich immer sofort eine Entscheidung gibt. Also, wenn wir mal in einem Punkt nicht gleicher Meinung sind, dann ist es immer 2-1. Also, es gibt gar nie irgendein Patt oder eine Situation, wo man nicht entscheiden kann. Das heisst, wir sind eigentlich in der Entscheidungsfindung sind wir extrem schnell. Ich würde sagen, in 90% der Fälle sind wir sowieso einig und in den anderen ist es auch immer gerade klar, was wir machen. Und dort ist natürlich noch wichtig, dass das nicht immer die gleiche Konstellation 2 gegen 1 ist. Oder? Das ist wirklich etwas, was uns sehr schnell macht in der Entscheidungsfindung. Und vielleicht können wir nachher noch auf die Ventures sprechen kommen. Dort hat immer einer von uns drei hat so ein bisschen den Fokus auf einem von diesen Ventures. Mhm. Und das ist noch ein weiterer Faktor, der natürlich ein Vorteil ist, dass wir jetzt Dritte sind. Es ist nicht alles auf die Schulter von einem. Mhm. Sondern wir können auch eben irgendwie einander gegenseitig lancieren. Übrigens, ein grosser Vorteil, was eine Dreierkonstellation hat, wir haben eigentlich fast seit den Anfängen haben wir immer auch können uns Auszeit nehmen und Ferien machen. Mhm. Ich kenne viele andere Unternehmer, gerade wenn sie allein starten, die einfach ein paar Jahre lang kaum arbeiten, irgendwie für sich mal etwas zu machen. Mit entsprechenden negativen Auswirkungen auf die Work-Life-Balance. Mhm. Das ist bei uns eigentlich immer, hat immer sehr gut funktioniert. Weil für uns war immer klar, wenn einer weggeht, dann schauen die anderen zu. Und es hat es auch schon gegeben, als für uns einer längere Auszeit genommen hat.
mal zum Beispiel ein paar Monate weg ist, auf Australien. Einfach so Sachen sind bei uns immer möglich gewesen, dass man mal etwas, einen persönlichen Traum, ein persönliches Ziel hat können realisieren und in dieser Zeit dann die anderen entsprechend auch eingestanden sind und Stellung gehalten haben. Also eben das ist nicht zu unterschätzen, glaube ich, diesen Aspekt. Ja. Ja. Unterschiedliche Kompetenzen, Fähigkeiten, das kann ich absolut mit unterstreichen. Halt da klar definierte Entscheidungswege, wo eben in einer Dreierkonstellation gibt es ein Vetorecht, wenn er entscheidet und einer wirklich komplett dagegen ist. Nein, in dem Sinne das Vetorecht nicht, aber wenn wir merken, dass einer wirklich komplett dagegen ist, dann die anderen zwei nicht einfach überstimmen. Das gibt es nicht. Das hat es noch nie gegeben. Dann wird halt um eine Lösung gerungen, bis sie auf dem Tisch ist. Also gemeinsam in dem Sinn, die Demokratie walten, aber nicht über alle Massen. Und halt ja, Kompetenzbereich auch innerhalb von der Agentur und eben, wir kommen noch darauf, auch innerhalb von den Ventures. Und natürlich der grosse Vorteil, wenn man das Dritte ist, dann kann man, darf mal einen kürzer oder länger fehlen, ohne dass gerade alles stillsteht. Ja, das kann ich so unterstreichen, das sind natürlich wirklich Faktoren, die mitentscheidend sind. Eben nebst dem, dass man natürlich sich auch als Mensch und so weiter ja, gut versteht und ja, Sympathien und eben Freundschaften halt irgendwo einen guten Boden haben. Gehen wir mal zu den Ventures über, Rito. Wir sind ja relativ, nicht relativ, wir sind sehr aktiv auch, was Ventures anbelangt. Eben auch das Thema Serialpreneurship. Heute aktiv findet man bei euch unter Ventures. Auf MySign findet man Linsenmax. Man findet VG, eine Filmagentur und Eventfrage, früher Ticketfrage, wo ja auch sehr, sehr eine erfolgreiche und eigentlich die grösste Eventagenda der Schweiz ist. Jetzt sind das auch so Themen, die ja klar etwas mit E-Commerce zu tun haben, aber so ein bisschen in der Themenwelt relativ unterschiedlich ist. Hat das auch mit einem Grund, dass ihr so unterschiedliche Ventures macht, weil ihr ja mit MySign auch verschiedene Branchen bedient, oder sind das interessengesteuerte Themen gewesen, die ihr angegangen sind? Ja, ich glaube, das ist der gemeinsame Nenner von diesen drei ist eben, es ist irgendwo eine digitale Innovation oder irgendwo ein digitales Businessmodell oder eine digitale Chance. Also das ist so ein bisschen der gemeinsame Nenner. Ich glaube, wir würden jetzt nicht irgendwo nehmen, ein physisches Ladenlokal machen und dort etwas Neues probieren. Also es ist irgendwo schon ein bisschen in dieser digitalen Transformation drin. Und der Impuls kann aber ganz unterschiedlich sein. Das ist meistens irgendwo eine Idee, eine Chance, ein Potenzial, das wir sehen. Oder man muss vielleicht noch ein bisschen ausholen, das ist so quasi wie in unserer DNA von der MySign. Wir machen einerseits Projekte machen für Kunden, E-Commerce-Projekte. Auf der anderen Seite haben wir immer auch so ein bisschen, das ist uns ganz wichtig, Augen und Ohren offen für so Ideen und Chancen in diesem ganzen digitalen Umfeld. Und wenn wir so eine sehen oder eine an uns angetragen wird, dann prüfen wir die prüfen, machen vielleicht irgendwo eine Vorstudie, Research, was schon geht in diesem Bereich. Und dann wirklich zum Schluss kommen, hey, das hat Potenzial, das gibt es noch nie. Da haben wir irgendwo eine Chance, etwas Neues zu entwickeln. Dann legen wir los. Und ich glaube, auch dort ist wieder ein grosser Vorteil von uns als MySign, ist, wir haben sämtliche Kompetenzen, die es braucht, um so eine digitale Plattform ins Leben zu rufen, haben wir in-house. Mhm. Oder wenn du natürlich, wenn du als alleinstehender Unternehmer oder schon als Quereinsteiger eine Idee hast, die kann auch so genial sein, schon nur, dass du einen Prototyp kannst bauen, brauchst du mal irgendwo Kapital, brauchst vielleicht einen Investor, der deine Idee auf dem Papier glaubt und sagt, mal, jetzt machen wir den Prototyp und dann hast du schon mal irgendwo die ersten paar 10'000, paar 100'000 Franken, je nachdem wie gross die Idee ist, hast du das. Das ist bei uns ganz anders. Wir können eigentlich Idee fast bis zur Marktreife, können wir die in-house entwickeln, dass sie einfach, also klar, wir haben dann weniger Kundenaufträge in dieser Zeit, aber das ist ein kalkulierbares Risiko, wo wir eingehen können.
und können eigentlich so etwas sehr, sehr weit vorantreiben. Und das haben wir ja alle dann ein Beispiel gemacht und dann eigentlich quasi schon den Beweis bringen, dass es funktioniert, bevor wir überhaupt Geld müssen in die Finger nehmen oder eine externe Finanzierung haben. Im Fall von Linsenmax war es so, dass wir haben für Kunden Shops gebaut und haben uns einfach mal überlegt, ja, jetzt bauen wir einen Shop nach dem anderen, aber eigentlich selber einen betreiben wäre auch noch spannend. Mhm. Gibt dir auch noch mehr Glaubwürdigkeit, gibt dir auch noch mehr Insights. Du siehst es mal von der anderen Seite, eben nicht als der, der einfach den Shop baut und nachher sagt, da kommt, hast du den Shop, jetzt schau selber, sondern du tust es selber betreiben, du merkst, was für die Probleme entstehen, was vielleicht Kunden für Schwierigkeiten haben und so weiter. Und so ist eigentlich die Idee entstanden und dann haben wir uns überlegt, was könnte das für ein Produkt sein. Mhm. Und sind irgendwann auf das Thema Linsen gekommen, haben einen Optiker gesucht, wo wir von dieser Idee überzeugt haben, das als Joint Venture zu starten. Und haben das gemacht. Also quasi der Optiker, der das Produktsortiment hat, das Lager, die ganze Logistik, die Abwicklung macht, Preise, bestimmtes Know-how auch hat und mehr als Agentur, die den Shop bauen und die Vermarktung machen. Und der Linsenmax hat uns natürlich eine unglaubliche Glaubwürdigkeit gegeben, nachher bei weiteren E-Commerce-Kunden, wo wir einfach können sagen, wir sind selber auch Shop-Betreiber. Proof of Concept. Wir können Sachen neu ausprobieren, neue Marketing-Ideen ausprobieren, Social Media zum Beispiel ausprobieren oder was auch immer. Oder was auch immer neu gekommen ist, ein neuer Trend, eine neue Idee, haben wir mit Linsenmax können ausprobieren. Also mal zwei Punkte habe ich mal mitgenommen. Wenn es ein Spin-off oder ein Venture oder ein neues Projekt gibt, sehr gerne aus dem Kerngeschäft raus, wo man eigentlich die bestehenden Ressourcen, also die fachlichen Ressourcen, aber auch die zeitlichen Ressourcen mal kann rausnehmen kann, ohne dass man einen grossen Cash-out hat. Und das Zweite, das hast du vorhin gesagt, dass sich dann auch wirklich einer von den Partnern in einem von diesen zusätzlichen Themen, neben dem Kerngeschäft, meist eine auch annimmt. Das war bei euch auch so, gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe. Was hat sonst noch dazu geführt, was glaubst du, was sonst noch dazu geführt hat, dass die drei Firmen heute immer noch erfolgreich, also immer noch, dass die drei Firmen erfolgreich sind? Vielleicht, Klammern auf Eventfrage, hat jetzt dieses Jahr den Unternehmerpreis vom Kanton Solothurn gewonnen. Auch das eine absolute Bestätigung, dass sie auf dem richtigen Weg sind, trotz einer relativ schwierigen Zeit, Klammern zu. Was glaubst du, was ist neben diesen zwei Aspekten, die ich jetzt gesagt habe, aus dem Kerngeschäft, aus der klaren Kompetenzverteilung, was ist noch essentiell für den Erfolg, wenn man sagt, wir gehen aus dem Kerngeschäft in Spin-offs rein? Ja, ich glaube, du musst wirklich auch rausschälen, was ist das Marktbedürfnis. Und du musst wirklich das Marktbedürfnis treffen, zum Erfolg haben. Also, das ist für uns immer ganz wesentlich gewesen. Und gerade zum Beispiel Eventfrage haben wir relativ lang genau an diesem Punkt, an dieser Fragestellung, um denkt, um konzipiert, weil was wir nicht haben wollen, eigentlich nie bei keinem von diesen Beispielen, ist irgendein MeToo-Geschäftsmodell machen, oder? Und sagen, ja, jetzt haben wir hier die Ticket Corner, wir schauen, wie macht das, und machen wir das Gleiche. Einfach ein bisschen schneller, ein bisschen besser, ein bisschen günstiger. Sondern für uns ist eigentlich relevant gewesen, was kann man anders machen? Wie kann man so ein Thema so ein komplett anders angehen? Und die Eventfrage war so, der Ausschlag hat dort gegeben, dass es für kleine Veranstalter, für Vereine, für ehrenamtliche Organisationen gibt es keine professionelle Ticketlösung. Oder hat es nicht gegeben. Weil auch die bestehenden, die grossen, die sind eigentlich auch für grosse Events gemacht. Schon rein von ihrer Kostenstruktur her. Du zahlst eine Initialgebühr und du zahlst nachher eine Gebühr auf die Tickets und so weiter. Das ist eigentlich für kleine uninteressant. Und umgekehrt sind die Ticketing-Anbieter, die sind gar nicht interessiert an diesen kleinen Events. Weil du verkaufst für einen Turner oben 300 Tickets, das interessiert den Ticket-Corner jetzt also hinten und vorne nicht. Oder? Und das ist eigentlich die Ausgangslage, kann man eine professionelle, eine digitale Ticketing-Lösung bauen, die genau für die Kleinen zugeschnitten ist. Und was ist denn das Businessmodell? Es kann gar nicht sein, dass das einfach auf der gleichen Kostenstruktur passiert. Und genau dieser Fragestellung haben wir relativ lang gehabt und dann, der Schlüssel war, dass wir gesagt haben, nein, der Veranstalter, der muss kostenlos sein. Mm. Der bringt
der nutzt die Plattform, der bringt uns eigentlich auch, der macht Werbung für uns, er will Tickets verkaufen, also der promotet eigentlich Eventfrage in seinen Kanälen, der bringt uns Kunden, nämlich jeder, der ein Ticket kauft, ist nachher letztlich ein Kunde von Eventfrage. Wieso soll jetzt er noch etwas zahlen? Der macht ja eigentlich die halbe Arbeit für uns. Und darum haben wir gesagt, es muss eigentlich im Kern muss eigentlich für eine Veranstaltung muss kostenlos sein. Mhm. Und das ist gleichzeitig auch eigentlich der Marketing-Pitch, oder? Also wenn wir einem Veranstalter sagen, warum sollst du zu uns kommen, sagen wir, wenn es kostenlos ist, Punkt. Und dann, also das ist ein sehr, sehr überzeugendes Argument. Weil am Ende des Tages hat er 100% von der Ticket-Einnahme und gibt keine Franken, gibt er ab. Und dann haben wir uns überlegt, ja, was ist denn, wo können wir das Geld, also wo kann man das sonst finanzieren? Und so ist das entstanden, oder? Und dann haben wir den Mechanismus mal haben, und merken, okay, das funktioniert und die Veranstalter kommen und sie erzählen es weiter und es kommen immer mehr, dann weisst du, okay, jetzt hast du wirklich etwas getroffen, das einem Marktbedürfnis entspricht. Und Finanzierung läuft ja mit Werbung auf den Tickets, gell, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie verschiedene Revenue Streams, also verschiedene Einnahmequellen. Einen ist Werbung auf die Tickets. Einen ist aber auch, dass du als Veranstalter die Event noch kannst, auf Drittplattformen platzieren oder sogar in Zeitungen reinbringen. Also du kannst bei uns mit einem Mausklick kannst die Event auch in diversesten Online- und Offline-Medien noch promoten. Natürlich gibt es noch Funktionen, wo dann nicht mehr zum kostenlosen Modell gehören, wo sehr speziell ist, wie zum Beispiel Mehrtagespass, haben wir einen Open Air, das ist jetzt eine Funktion, die nicht gratis ist, oder wenn du eine versteckte Veranstaltung bei uns hast, also die nicht auf der Plattform soll sichtbar sein, sondern nur, wenn du den Link verteilst, das sind so Funktionen, die nicht mehr zum kostenlosen Modell gehören, die aber auch jeder Veranstalter versteht, dass denn das noch kostenlos ist. Aber eben als also das Grundmodell, und das geht relativ weit, das ist zum Beispiel auch mit einem Saalplan, mit Ticketkategorien, mit ganzen Zahlungsarten, das ist kostenlos. Okay. Also als Veranstalter von einer, ja, schlussendlich normalen Veranstaltung mit einer normalen Größe und Länge kann ich kostenlos bei Eventfrage mich einschreiben, ja. Wird ja dann auch eben, es ist ja jetzt auch eine Event-Agenda, also auch dort werden da sehr viele Events als solches gehostet. Ja, sehr spannend, vor allem eben halt der Fokus auf den Endkunden oder auf den Veranstalter zu werfen, was brauchen die, was wollen die. Ritter, ich habe noch eine Frage. Jetzt, eben, ihr habt jetzt 3 Spin-Offs gehabt, ist klar, logisch, 3 Spin-Offs, 3, die sich darum kümmern. Jetzt ist es ja heute so, wenn wir aufstehen und bis wir ins Bett gehen, begegnen wir auch ganz vielen Reiz. Und gerade als Unternehmer, der ja den Radius irgendwo ein bisschen weit offen hat, sehen wir neben den Reizen ja immer wieder ganz viele Möglichkeiten. Oder? Das ist ja bei euch, sind ja genau aus dem Grund auch eben Linsenmarkt, Vici und Eventfrage auch entstanden, weil ihr die Möglichkeiten gesehen und auch austestet habt. Wie oder was würdest jetzt du da mit deiner 20-jährigen Erfahrung in einem Unternehmer oder mit einem jüngeren Unternehmer auch mit auf den Weg geben, der ein Kerngeschäft hat und aber auch sehr offen ist, eben neue Chancen zu testen? Was gibst du da so einem auf den Weg? Wenn ist das auch zu viel unter Umständen? Also ein paar Tipps, wie es kann funktionieren, haben wir schon gehört. Aus dem Kerngeschäft raus, Kompetenzen verteilen. Was rate ich sonst noch? Wo ist irgendwo fertig? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage und das ist auch eine, wo wir uns tatsächlich immer wieder begegnen. Oder? Du, wie du gesagt hast, wie du schön beschrieben hast, du hast eigentlich tagtäglich begegnest du irgendwelche Chancen. Und du musst eigentlich immer entscheiden als Unternehmer, packst du die Chancen oder lässt sie ganz bewusst links liegen, lässt sie vorbeiziehen, weil du eben ein anderes Ziel hast, einen anderen Fokus. Und die Chance, die noch zu packen, eigentlich in deinem Fokus, in deinem Ziel, wird eher stören oder ablenken. Also das ist, ich finde, das ist eine brutale Gratwanderung. Ich persönlich mache auch recht viel mit dem Bauchgefühl.
Das ist ja so ein bisschen, das, da spielt Erfahrung drin, da spielt irgendwo auch, ja, mal in erster Linie die Erfahrung, die dich ein bisschen lenkt und die du nicht so genau kannst definieren kannst, habe ich etwas, ein gutes Bauchgefühl oder nicht, das ist für mich auch nach 20 Jahren Unternehmertum noch sehr maßgebend und etwas, wo ich drauf höre. Und umgekehrt, wenn ich nicht so drauf höre, immer im Nachhinein, wenn ich schon mal im Bauch bin und kann sagen, ich hätte doch sollen auf den Bauch hören. Also, Ja, der ist eigentlich fast nie falsch, oder? das ist so. Ja, ich glaube, da ist jetzt in so einem Punkt, oder wenn wir jetzt irgendwo vor so einer Chance stehen und müssen entscheiden, eben, lassen wir sie jetzt links liegen oder packen wir sie. Da, auch da hilft es wieder, wenn du das Dritte bist. Du kannst schnell an den Tisch sitzen, du kannst absprechen. Jeder hat vielleicht noch irgendwo einen anderen Input, macht einen anderen Gedankengang. Und so kommst du irgendwo auf einen Konsens oder auf einen Entscheid, wo zumindest nicht nur du allein in dem Moment musst fällen, sondern es sind drei, die das hinschauen. Und das gibt dir irgendwo ein bisschen mehr Sicherheit. Aber es ist sicher etwas vom Schwierigsten als Unternehmer. Genau. Die Fragestellungen, weil es ist effektiv so, Chancen hast du tagtäglich und ja, sie können sich eben auch als Risiko rauspuppen, wenn jede Chance hinten nachher springt, oder? Dass du irgendwo eigentlich völlig die Fokus verlierst und dann bist du am Schluss eben nicht mehr dort, wo man hinschwellen. Fokus verlieren, eben vielleicht Ressourcen irgendwo abzapfen, was eben ungesund ist. Jetzt haben wir ja von vier Namen geredet. Maisein, Linsenmarks, Vici, Eventfrau. Erfolgreich auf dem Markt, erfolgreich gelauncht, auch erfolgreich in dem Sinn gewachsen. Du hast vorhin gesagt, das Bauchgefühl, die Erfahrung und so weiter. Wer bis jetzt dahergelassen hat, denkt, oh wow, alles, was die angelangt haben, ist ein Erfolg gewesen. Ist das so, Rito? Oder ist auch mal ein Entscheid, wo man vielleicht nicht auf den Bauch gelassen hat, irgendwo in die andere Richtung gegangen. Verzeichnet meist sein in seiner Geschichte die ein oder andere, das ein oder andere Thema, wo du sagst, wir haben zwar viel daraus gelernt, aber cool ist nicht unbedingt gewesen. Ja, also als erstes mal überhaupt definieren, was ist überhaupt der Erfolg, oder? Sind überhaupt die vier Beispiele, die wir jetzt hier angeschaut haben oder wo du gemeint hast, sind das überhaupt Erfolgsbeispiele? Ich meine, mit Eventfrau kommen wir jetzt aus einer extremen Härtezeit raus, mit Lockdown und keine Events, die stattgefunden haben und so. Und man kann jetzt sagen, ja, wir sind erfolgreich, weil wir leben noch. Es gibt Eventfrau noch. Wir sind in den 1,5 Jahren trotz Corona und als Startup haben wir überlebt. Okay. Aber wir sind natürlich nie dort, wo wir gemäß Businessplan müssten sein, oder? Also von dem her kann man natürlich sagen, es ist nicht erfolgreich. Also das ist schon mal ein Punkt. Aber weißt du, was du meinst? Wir haben selbstverständlich haben wir in diesen 20 Jahren auch schon mal etwas angerissen, wo nicht erfolgreich war, ist, wo es auch nicht mehr gibt in dem Sinn. Ein Beispiel ist, wir haben rund um die Euro 08, also die Europameisterschaft hier in der Schweiz und in Österreich, haben wir eine Fan-Plattform. Eine Online-Plattform gebaut für die Fans, für die Nazi-Fans. Das ist eigentlich so ein bisschen wie ein ganz simples Facebook gewesen. Hast dich können registrieren, hast dein Profil machen, hast dich können mit anderen verknüpfen, hast können Panini duschen drauf und diskutieren in Foren und. Also ein Facebook für Fußballfans. Haben dort auch recht Sponsoren gefunden, rund um die Euro herum. Also wir gute Geldgeber gefunden, die das unterstützt haben und die dann auch die Plattform genutzt haben für ihre Kommunikation. Aber ich sage das, am Tag, wo die Euro vorbei war, ist die Plattform tot gewesen. Und das ist vielleicht jetzt, oder? Du kannst sagen, ja, das hat man gesehen, oh, das hat er einfach nicht durchgedacht. Klar ist das ein riesen Hype gewesen in der Schweiz mit der Euro 08. Und klar ist das nachher völlig, gerade in der Versenkungsstunde, und hat niemand mehr interessiert. Und das ist ein Thema, das Maximum alle 2 Jahre wieder ein bisschen spannend wird, wenn sich die Schweiz qualifiziert. Das ist ja dann noch von dem abhängig, oder? Und das hat sich nachher gezeigt, da lässt sich kein Business entwickeln, weil auch die Sponsoren sind in dieser Zwischensaison, wo gerade nichts läuft,
null interessiert an so einer Plattform. Es läuft da nicht mehr drauf. Und das haben wir dann tatsächlich einstampfen, das Projekt, obwohl wir sehr, sehr viel investiert haben. Also, was mich sehr interessiert in dem Sinn, es funktionieren die Sachen auch nicht. Wie sind ihr mit so Situationen, wo ihr müssen einfach eingestehen, okay, das hat jetzt nicht funktioniert oder das gar nicht. Wie geht ihr mit dem um? Was zieht ihr daraus raus? Eben halt auch aus einem möglichen Misserfolg, aus vielleicht einer Fehlentscheidung. Und was gibst du euch mal mit in dem Sinn, wo jetzt halt ja, mal irgendwo ein Misserfolg oder eine Fehlentschätzung zu verzeichnen. Wie geht man mit dem um? Was nimmt man mit? Ja, also eben, ich meine, was sicher immer hilft, ist im Nachhinein anzuschauen und zu schauen, ja, warum hat das funktioniert? Was, ist das Marktbedürfnis gewesen oder hat man selber Fehler gemacht, hat man es falsch angepackt? Warum ist es gescheitert da, und daraus entsprechend die Lehre zieht? Und ich glaube, das andere ist so ein bisschen aus der, oder wenn es Kerngeschäft ist, wo plötzlich nicht mehr funktioniert, wo man sich irgendwie wirklich muss neu orientieren oder einen Ausweg finden, dann ist es ein bisschen unter dem Stichwort Krise als Chance. Also immer wenn man mit einem Unternehmen oder mit einer Idee in einer Sackgasse ist, in einer Krise und merkt, hey, nein, dadurch geht es nicht, kann man entweder die Möglichkeit abzustellen und sagen, finito, oder daraus raus eben zu überlegen, was muss ich denn verändern, was muss ich für einen Sprung machen, um das irgendwo wieder auf einen Erfolgspfad zurückzuführen. Und ich glaube, das ist so fast ein bisschen ein Naturgesetz, dass wir zwischendrin brauchen wir eine Krise oder brauchen wir einen Misserfolg, um uns überhaupt wieder aus der Komfortzone rauszubewegen und eigentlich wieder mal irgendwo zu reduzieren auf das Marktbedürfnis und dann überlegen, was ist wirklich der Kern und dann dort vielleicht wieder weitermachen. Also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber in der Natur, ich vergleiche es häufig mit der Natur, wenn es einen verheerenden Waldbrand gibt oder eine Überschwemmung, die Natur kommt immer wieder zurück. Da siehst du wieder irgendwo, wie die Natur den Raum wieder erobert, wie Pionierpflanzen kommen, wie das wieder wächst und gedeiht und am Schluss hast du wieder einen Wald. Also ich glaube, wir brauchen zwischen ihnen wieder die Krise, damit überhaupt wieder Neues entstehen kann. Mhm. Ich schaue das immer auch so an. Mhm. Also Krisen auch als nicht unbedingt Warnglocken, aber als Aufweckglocken auch, in dem Sinne aus der Komfortzone mal rauszugehen, vielleicht mal über den Tellerrand zu schauen, ob es so weitergehen kann. Wenn nicht, halt auch mal wirklich auf den Stoppknopf drücken oder sich in einer gewissen Form oder das Projekt auch irgendwo neu erfinden oder halt eben dann halt aus der Krise auch wieder, du hast schön gesagt, Pionierpflanzen zum Wachsen bringen mit neuer Energie und so weiter. Unglaublich spannend, Reto, was du erzählst. Man merkt, du hast 20 Jahre Leidenschaft, Erfahrung dabei. Eben auch viel, viel Unternehmertum. Für die, was interessiert, ich tue nachher in den Shownotes sind die Links drin zum iSign, Linsenmax, Vici und Eventfrog. Schaut euch das einmal an. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein oder andere Thema für euch sicher auch interessant ist. Reto, ganz herzlichen Dank. Du hast einen sehr spannenden Einblick gegeben in deine Geschichte, die Geschichte vom iSign, von euch, Ventures, aber auch, wie dass es eben kann funktionieren als Unternehmer, wie kann funktionieren als Cypreneur. Letzte Wort gehört immer im Interviewpartner, und das ist jetzt bei dir. Für all die jetzt zuhören, was gibst du uns jetzt noch mit auf den Weg? Oder was ist dir noch ganz wichtig, dass wir das noch mitnehmen? Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt so an die vier Beispiele anschaue und vielleicht auch einen Tipp an einen jungen Unternehmer, der frisch anfängt, einfach einerseits, das, was man am Anfang gesagt hat, ich bin überzeugt von der Philosophie All-In. Wirklich, es muss wehtun. Mhm. Man muss ein bisschen leiden und damit man wirklich auch den Weg bereit ist zu gehen, in einer Komfortzone mit einem 80% Pensum auf der sicheren Seite. Bin ich der Meinung, funktioniert das nicht oder nur in den seltensten Fällen. Und das andere ist, ich glaube,
es muss sich jeder bewusst sein, wir haben am Anfang eine Idee und man glaubt an die. Und in 5 Jahren oder in 10 Jahren ist man garantiert nicht genau dort, wo man am Anfang gedacht hat, was man hin will, sondern auf dem Weg verändert sich, egal was man startet, egal in welcher Branche, aber auf dem Weg dorthin kommen Chancen, wie wir gesagt haben. Die eine packt man, die andere nicht. Und der Weg tut sich leicht verschieben. Es kann sein, dass man nach 10 Jahren ganz an einem anderen Punkt ist, als man je gedacht hat. Aber man ist trotzdem sehr erfolgreich. Also, einerseits die Flexibilität, um eben auch bereit zu sein, abzuweichen, wenn man sieht, nein, der Weg geht eigentlich dort durch. Aber auch den Mut zu haben, mal zu sagen, nein, die Abzweigung nehme ich jetzt bewusst nicht. Das ist so für mich einer von den Kernen vom Unternehmertum und das ist auch etwas, wo man sich selber, glaube, rückwirkend ist einfach, das ist mir schon klar, das ist auch jede Biografie ist immer rückwirkend geschrieben, aber wo man sich selber auch kann, ein bisschen beobachten und das einfach bewusst sein, dass man die Gabelungen und die Chancen, das ist immer auch, dass man das bewusst macht und das gehört dazu und das bringt einen weiter und das ist eigentlich das Spannende daran, an dem Unternehmertum, dass man die Weichen immer wieder selber kann stellen und entscheiden, wohin geht man. Super. Ganz herzlichen Dank, Reto. Dir, im Mike Müller, im Urskoller und allen Menschen, die für mich sein, Linsenmarkt, Switchi und Eventfrage arbeiten, weiterhin viel Erfolg. Ich freue mich auf weitere spannende Erfolgsgeschichten und auf unser nächstes Wiedersehen. Ganz eine gute Zeit und danke. Danke vielmals.